Konnichiwa, meine Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Gravity Rush. Wir müssen jetzt hier mit dir sprechen. Wieder mal. Okay. Was? Sie weiß nicht, wovon wir reden? Okay, sie weiß wirklich. Aber sie hat uns doch. Was? Sie wacht einfach manchmal an einem komischen Ort auf, okay? Also scheint sie das gar nicht zu merken. Das wäre toll, danke. Okay, wir sollen sie mitnehmen. So, halt dich gut fest. Du brauchst jetzt nicht hier so rumwackeln. Na gut, mach ruhig, was du willst. Hui! Natürlich sind wir stark. Hört eine geheimnisvolle Stimme, wenn sie schläft. Oh! Oh Gott! Nicht so eine gute Landung! Oh, habe ich sie jetzt verloren? Nein. Okay, ich habe sie noch darüber gebracht. Sie hat von der Arche geträumt, sie ist geflogen. Okay. Heißt das, dass sie irgendwie die Zukunft sieht oder so? Weil wir sollen ja jetzt den Eingang oder so sehen können. Wir sehen ja jetzt mehr Sachen als vorher. Unsere Kräfte sind halt besser geworden. Und da ist auch Raven. Die Hexe. Sie sucht immer noch nach dem Eingang. Lol, sie geht da einfach rein. Was ist das? Ein Huhn mit einer Kugel im Maul? Was zum... Alter. Sieht mehr aus wie so ein fliegendes Gebäude. So. So, alle gehen jetzt rein. Na, hoffentlich bringt es die Kinder nach Hause. Das wäre jetzt ziemlich mies, wenn es nicht passieren würde. Kinder der Vergangenheit. Episode 16. So. Oh no. Auch nicht der schon wieder. Die Nervensäge ist zurück. Oh no. Ich glaube, ich kann Nushi erledigen. Ich sehe jetzt seine Schwachstellen. Gut, ich überlasse ihn dir. Ich kümmere mich um die Arche. In Ordnung, Raven. Die Arche gehört dir. Besiege Nushi. Okay. Oh Gott, das ist ja nicht so. Ja nicht so, als ob es so einfach wäre, oder? Oh, der hat mich getroffen, der Arsch. Oh. Und daneben. Juhu. Ah. Ey, hör mal auf, mich hier zu treffen, du Arsch. Und ich treffe dich nicht. Alter, ich sehe gerade hier gar nichts. Wo ist vorne und hinten? Und das kaputt schlagen? Leider nicht, okay. Hätte ja sein können. Wow. Komm schon, einmal treffen wir ihn. Nichts. Fuck it. Natürlich, genau wo ich jetzt richtig gezielt habe. Dann eben anders.
So, wir brauchen mal Leben. Das finden wir da unten. Wäre besser, wenn wir uns jetzt ein bisschen hier Leben holen. So, noch eine Portion wäre nicht schlecht. Wo ist denn der? Wow! Shit, ey. Wieder eine Weile nicht gespielt, das merkt man irgendwie. Ach, verdammt nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon! Und komm, noch ein. Noch einmal, komm. Verdammt. Ist nicht so einfach hier mit so einem fliegenden Vieh. Und dann werde ich hier getroffen von den Blödmann. Ah! Jetzt reicht's mir aber. So, bitteschön. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Wir schaffen es! Puh. So, einmal leben. Er ist echt hartnäckig. Aber wir haben schon über die Hälfte seines Lebens. Oh, jetzt haut er einfach ab hier. Was soll denn das? Auch so schnell zu sein. Für mein Verhältnis bist du sehr schnell. Ich komm irgendwie nicht näher ran. Ah! Komm jetzt! Oh Gott. Okay, was macht er jetzt? Oh! Kann ich ihn jetzt angreifen oder was? Und wieder unten? Ich sehe nichts. Ach, da an seiner Birne. Na toll. Ja, super. Auch toll. Ach, Mann. Der ist echt nicht so einfach. Ja, natürlich müssen wir uns zuerst um den kümmern, aber der ist halt ziemlich hartnäckig hier. Und der wird auch immer schneller, habe ich das Gefühl. So, komm mal jetzt. Nein! Verdammte Axt! Du bist nervig! Richtig nervig! Komm schon! Yes! Oh Gott, das war knapp. Super gemacht, Cat. Yes, wir haben es geschafft. Auf Wiedersehen. What the fuck? No! Oh shit! LOL! Alter, was ist denn das schon wieder? Dusty? Was war das denn? Das war ja richtig krass. Okay, das mit den Flügeln sah ein bisschen bescheuert aus, aber
Die Kinder sind so aufgeregt. Sie müssen sich sehr darauf freuen, ihre Eltern wiederzusehen. Sasa würde sich auch freuen, wenn nur Satya hier wäre. Satya, woher kennst du diesen Namen? Sasa hat mir ein Bild von ihr gezeigt. Er hat geweint und erzählt, dass es seine Schuld war, dass sie verschwunden ist. Wenn wir nur früher hier gewesen wären, hätten wir sie vielleicht auch retten können. Wir hätten nichts ausrichten können. Woher willst du das wissen, Raven? Weißt du, was mit ihr passiert ist? Ja. Satya, also das bin ich. Bam! Ich hab's doch gewusst, dass sie das ist. Was? Aber wie denn? Sie ist nur ein kleines Mädchen. Ich schätze, ich habe mich umsonst abgemüht. Das habe ich erkannt, als ich dich beobachtet habe. Wir beide sind gar nicht so verschieden. Wir wollten beide bloß die beschützen, die uns wichtig sind. Was ich dich schon lange fragen wollte, warum hast du mich so sehr gehasst? War es so falsch, die verschwundenen Teile der Stadt zurückzubringen? Der Ratsherr der Stadt, kam eines Tages zu mir. Er sagte, er würde den Bürgermeister vor einer Rettungsmission für die Kinder überzeugen, solange die verschwundenen Teile der Stadt verschwunden bleiben. Wenn wir nach Hicksville zurückkommen, werde ich als allererstes herausfinden, warum der Typ da, wie er auch heißt, die Rückkehr der Teile der Stadt verhindern wollte. Okay, das scheint also ein Mistkerl zu sein. Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Jetzt ist er schon wieder da. No! Die wollte uns retten. Ach du Scheiße. Schiffe. La Chute Masche. Service Aloe Etu. Leven Duoncho. Iblans Jues Fondu. Esha Kirpo. Le la duma sinsu. La bonu. Cat? Wo sind wir? Leben wir noch? Ja, wir leben noch. Okay. Das ist aber noch bei uns, Gott sei Dank. Aber krass, wie der sich verwandelt hat. Wo bin ich? Ja, das weiß ich auch nicht. Dämmerlicht, Episode 17. Das sieht aus wie ein Zahn da hinten, Alter. Oh, ein Riesenzahn. Ach, da unten tobt ein... Mann, ich kann nicht so schnell lesen. Das heißt... Okay, wir müssen nach oben, also. Geh zurück nach Hicksville. Tutorial. Was für ein Tutorial? Halte dich von den Gravitationssturm fern, um nicht verletzt zu werden. Achte auf die Gravitationsanzeige. Sie darf nicht ablaufen, wenn du einen Sturm durch Schwerkraftsveränderung ausweichst. Alles klar. Okay, wir haben jetzt die Kinder verloren. Wir haben Raven verloren. Nushi ist auch irgendwo... weggeschleudert wurden. Wir haben zwar Dusty noch da und wir müssen jetzt irgendwie hier nach oben. Das sieht nicht so schön hier aus. Wir sind halt irgendwo im Nirgendwo. Wir müssen jetzt nach oben. Ich mach das aber... Nein. Okay, wir haben noch Zeit. Ich wollte gerade sagen, wir machen einen Cut, aber ich habe noch Zeit. Ich dachte, es ist schon wieder so viel Zeit vergangen wegen dem Kampf gegen Nushi. Aber ist ja nicht so. Dann können wir ja noch ein bisschen nach oben gehen. Fliegen, meine ich. Dann ist ja gut. Hier überall wieder Nevi. Die kleinen Nervensägen. Muss ich aufpassen, dass sie mich hier nicht treffen. Oh Gott, oh Gott. Lasst euch Zeit, mich zu treffen, bitte. Ist das für ein Geräusch? Das fragst du der falschen Person. Oh, jetzt bin ich daneben geflogen. Aber es ist ungünstig, hier nochmal zurückzufliegen. Weil hier so viele Nevi sind. Wow. Und wir brauchen aber Punkte. So, wir müssen jetzt da hoch. Dich kriege ich aber. Was? Oh. Na dann. Ich glaube, erstmal die Fliegenden. Die sind immer ziemlich nervig.
Au! Arsch. Er hat auch gesessen, Dickerchen. So, schauen wir mal. Bam, komm mal her. Komm mal her. Ich muss gar nicht abhauen. So, hier war auch ein kleiner Flattermann. Wo ist denn der? Ja, hartnäckig hier. Auf Wiedersehen. Geschafft. Der Sturm ist abgeflaut. Geh zurück nach Heeksville. Okay. Ich hoffe, das ist so einfach, wie es klingt. Das wäre schön. Okay, das klappt nicht so. Was war das denn jetzt? Was war denn das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Klang ja nicht so gut. Hallo, ouch, ouch. Wo ist denn jetzt hier? Ach, das ist jetzt verkehrt herum. Wir müssen ja jetzt nach oben. Das ist so verwirrend, weil ich sonst immer runterfallen musste. Jetzt muss ich halt nach oben. Das sieht trotzdem aus wie unten, deswegen... Hast du das gehört, Dusty? Da unten scheint jemand zu sein. Ist hier jemand? Ernsthaft? Wo ist der? Ach, da ist jemand. Ich komm ja schon. Moment. Uno momento. So, hier kann ich stehen, okay. Was machst du denn hier? Ja, was machst du da unten? Bist du allein? Boah, die Gravy-Königin. Ich bin so froh, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe hier unten eigentlich etwas gesucht. Was machst du an einem Ort wie diesem? Ist das nicht gefährlich? Also ich bin die Säule hinabgestiegen und irgendwie kam eins zum anderen. Ich habe schließlich gefunden, was ich suchte, aber dann hat mich eins der Nevi überrascht und ich bin gefallen. Bitte, du musst mich hoch zu diesem Felsen bringen, der wie eine Blume geformt ist. Was ich suche, ist bestimmt noch, immer noch dort. Ich muss sowieso da hoch, aber was immer du suchst, kann dir doch nicht wichtiger sein als dein Leben. Vielleicht hast du recht, aber ich glaube, ich bin sicher, solange du bei mir bist, kann nichts schief gehen. Okay, wo müssen wir ihn hinbringen? Wie eine Blume? Also hier hoch oder was? Ist nicht gerade sehr unsicher hier. Darf, glaube ich, nicht getroffen werden. Ach, hier. Okay. So, bitteschön. Hier ist es. Ich habe den Brief bei diesem großen Felsen gesehen. Okay, wo ist der hin? Sagtest du Brief? Da habe ich schon mal was von über... Mann, ich kann immer nicht so super lesen, wenn ich so oft was lese. Wo habe ich schon mal was über einen Brief gehört? Das war, glaube ich, von einer Frau, die uns runtergeschickt hat und wegen der ist jetzt dieses ganze Schlamassel. Ah, Achtung! Was? Oh. Autsch! Oh, der hat gesessen, du Arsch. Der hat gesessen! Aber der auch. Ah! Hab schon... Ah, verdammt zu spät. Verdammt. Dich kriege ich jetzt aber. Und zack. Geschafft.
Wuhu! Ist das der Brief, von dem er geredet hat? Ich könnte schwören, dass mich noch jemand nach einem Brief gefragt hat. Das ist der letzte Brief, den ich meiner Freundin geschrieben habe. Ich weiß, dass sie überall danach gesucht hat. Bitte, kannst du ihn für mich ihr abliefern? Genau, ich bin hier nur runtergekommen, weil ich einen Brief für ein Mädchen finden sollte. Warum kommst du nicht mit nach Hicksville und gibst es ihr selbst? Tut mir leid, ich kann nicht. Da ich den Brief jetzt in guten Händen weiß, ist es für mich an die Zeit, diese Welt zu verlassen. Bitte sag ihr, dass ich sie immer lieben werde. Rede doch nicht so, das klingt, als würdest du sterben oder sowas. Ich bin schon gestorben. Vielen Dank, Kelt. Leb wohl. Was? Der ist schon tot? Oh, das war ein Geist. Oh, ich muss dieser schlechten Nachricht jetzt. Ach Mann, warum muss ich das denn machen? So eine Nachrichten sind nicht schön. Ach herrje. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Leider, leider. Oh shit. Oh shit, oh shit. Wir müssen hier ganz schnell weg. Ganz schnell weg! Au! Mann, oh Mann. So, wir müssen hier ein bisschen sammeln. Also müssen nicht, aber ich will. Möchte. So, wo sind wir denn jetzt hier? Erstmal. Ah, shit! Ganz ruhig. Hör auf, mir jetzt hier Druck zu machen. Blödes Piepgeräusch. Puh. So, okay. Wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt da durch, aber ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Das heißt, es kommen wieder ein paar Feinde. Habe ich den Verdacht. Ja, na gut. Ich mache jetzt hier aber erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.